dir denn jetzt mal ein Spotlight? Du hast dich selber ins Spotlight gesetzt, Marcel. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das war ich nicht. Irgendwer war es, aber ich nicht. Nee, alles ich gut. Gemacht. Ja, das ist super. Danke, Simon. Also da ich ja den kurzen ersten Aufschlag mache und dann direkt an euch weitergebe, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich ganz kurz im Spotlight bin und dann direkt ihr weitermachen könnt. Ja, herzlich willkommen. Jetzt sind wir schon über 60. Wunderbar. Das Teilnehmerfeld steigt weiter an. Wir freuen uns, dass ihr zur zweiten MOOC24-Woche mit am Start seid und ein ganz tolles Unternehmen und dessen Lerninitiativen kennenlernen wollt. Das ist nämlich die DATEV. Sie hat viele Experimentierräume. Sie hat auch einige spannende Lerninitiativen, die sie euch allen diese Woche vorstellen wollen. Und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, nur dass ich mich sehr, sehr schon auf diese Woche gefreut habe. Natürlich als Wochenpate bin ich ja etwas befangen, das ist ganz klar. Aber auch, weil ich eben mitbekommen habe, wie das in den letzten Wochen gewachsen ist, als wir da zusammengesessen haben, überlegt haben, wie können wir denn diese Woche ausgestalten. Da kamen so tolle Ideen drauf, auch was sich alles schon tut bei euch intern. Christian, Simon und natürlich auch alle, die mit im Boot sind heute hier von der DATEV. Ihr werdet sie alle gleich vorstellen. Ich habe gar nicht alle Namen im Kopf. Ich weiß nur, auf der Website stehen ganz viele Ansprechpartner, die alle diese Initiativen an den verschiedenen Tagen euch vorstellen wollen heute. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das, was ich jetzt schon auf den Seiten so lesen konnte und was ich in den vergangenen Wochen gesehen habe, wie das entstanden ist, was ich richtig toll fand und kreativ fand, wie das jetzt umgesetzt werden wird diese Woche. Und meine Bitte natürlich an euch alle, es sind immer kleine Impulsfragen pro Tag dabei. Und nutzt gerne die Gelegenheit, die sind heute alle heiß drauf und auch die ganze Woche heiß drauf, euch da Fragen zu beantworten, Rede und Antwort zu stehen, euch Hilfestellung zu geben oder auch in Diskurs zu kommen, was ihr bei euch macht und da vielleicht auch Vergleiche zu ziehen zu dem, was DATEV macht. Also insofern nutzt gerne die Chance, auf der Website einfach unten das Discuss-Forum mitzunutzen, dort Fragen zu stellen oder natürlich auch in den Live-Sessions direkt euch zu entmuten, die Kamera zu öffnen. Seid da nicht zurückhaltend, sondern nutzt die Gelegenheit, weil die DATEV-Kollegen und Kolleginnen sind da sehr offen für Feedback. Das hat man schon sehr oft festgestellt. Und deswegen, mit diesen kurzen Worten, jetzt sind wir 82, wunderbar, übergebe ich dann direkt weiter an Simon und Christian und freue mich auf eure Dramaturgie für heute. Viel Spaß. Ja, danke dir für die Einleitung. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Hinleitung. Was wollen wir diese Woche mit euch machen? Wir haben so quasi zwei Themen mitgebracht, die sich aber ganz gut verbinden. Einmal sozusagen DATEV lernt und dann unser Big Picture, da gleich nochmal mehr dazu, was das genau ist. So der Untertitel Lerninitiative und Unternehmensstrategie verbinden. Und ich glaube, das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, dass sozusagen Lernen oder diese ganzen Initiativen, die haben ja keinen Selbstzweck, sondern die zahlen ja alle auf irgendwie eine Mission und eine Vision ein. Und da kommen wir gleich zu dem Big Picture später nochmal mehr dazu, aber vielleicht so ein kurzer Ausflug, was ist eigentlich dieses Big Picture, weil für uns DATEV Jana ist das, glaube ich, schon so in Fleisch und Blut übergegangen, wenn wir von Big Picture sprechen, dass wir dann wissen, okay, das ist das große Bild, wo wir einerseits quasi so auf der linken Seite unsere Historie, wo kommen wir eigentlich her, ne? Wir haben schon eine gewisse Tradition, ne? Und sind auch für, glaube ich, ein Softwareentwicklungsunternehmen schon relativ alt, haben, glaube ich, damals mit Lochkarten und so gestartet, also wir sind da auf jeden Fall schon früh dabei gewesen. Und dann, glaube ich, so in der Mitte oder auf der rechten Seite eben unsere Strategie nochmal visualisiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Baustein, der DATEV lernt ganz gut ergänzt, weil man jetzt wirklich eine Strategie hat, die sehr griffig ist und die, glaube ich, so auch für viele Leute einfacher zugänglicher ist, weil manchmal sind ja so Strategiebilder ja gar nicht so leicht zu greifen oder was heißt das jetzt für mich konkret. Aber darauf gehen wir am Ende der Session nochmal intensiver ein, weil wir haben auch glücklicherweise die Kolleginnen und Kollegen von der Strategie sozusagen konkret mit dabei, die das Ganze nochmal viel besser erzählen können. Genau. Was ist sozusagen der Plan jetzt für diese
60 Minuten, beziehungsweise ihr seht schon unten und habt es vielleicht auch schon in der Kalendereinladung gesehen. Heute geht es sozusagen bis 15 Uhr, die eine Stunde quasi ganz regulär Einführung in die Woche. Und dann haben wir gesagt, gerade das Thema Big Picture und Strategie, das interessiert vielleicht den einen oder anderen, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, ein bisschen in die Diskussion zu bekommen. Und das kriegen wir einfach in der einen Stunde nicht unter. Deswegen gibt es direkt im Nachgang sozusagen eine Ask Me Anything Session zum Big Picture. Und da könnt ihr sozusagen jeder, der Lust hat, nochmal Fragen stellen, gleich in die Diskussion kommen. Und was Marcel auch vorhin gesagt hat, sozusagen auch gerne auf den Seiten sozusagen zu heute gibt es auch eine Seite zu Big Picture und Strategie. Unten haben wir nochmal ein paar Fragen reingestellt. Wenn ihr da Lust habt, in die Diskussion zu gehen, gerne einfach unten mit kommentieren. Dann haben wir es sozusagen auch an einer Stelle gebündelt und können da einsteigen. Genau, in den nächsten 60 Minuten, was erwartet euch da? Wir wollen sozusagen auf Dative Learned gucken. Was ist eigentlich Dative Learned? Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Dann wollen wir natürlich auf die Woche gucken. Und wir haben echt, glaube ich, eine ziemlich große Vielfalt mitgebracht und wollen euch da auch noch mal ein bisschen Orientierung bieten, weil vielleicht im ersten Moment erschlägt einen das so ein bisschen, weil wir die Woche schon gut vollgepackt haben. Und zum Abschluss dann sozusagen den Bogen schlagen Richtung Strategie und Big Picture. Wie hängt das jetzt eigentlich sozusagen mit diesen Lerninitiativen zusammen und warum ergänzt sich das vielleicht auch ganz gut? Genau, Dative Learned und Lernen bei Dative, das sind so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille. Einerseits kurzer Blick sozusagen von außen mit diesem Hashtag, der ist ja sozusagen öffentlich sichtbar. Und dann andererseits noch ganz kurz, wie sieht es eigentlich innerhalb der Organisation aus? Da so ein kleiner Blick vielleicht auch hinter die Kulissen. Genau, wenn man so nach Dative Learned sucht, wir haben so eine Social Wall. Und was ich ganz spannend finde, wenn man sich das anguckt, so auf der linken Seite sieht man einerseits nutzen diesen Hashtag auch irgendwie Softwareentwickler, was ja sozusagen unser Kerngeschäft ist, was ich ganz cool finde, dass die sich da sozusagen auch wiederfinden, weil gerade in der Softwareentwicklung ist ja Lernen und Entwickeln ganz essentiell. Und gleichzeitig seht ihr auch hier Leute, die über das Big Picture schreiben, die Kollegen von der Ausbildung, die für ihr Konzept auch einen Preis gewonnen haben, die auch nochmal in der Woche vorkommen und so. Also es ist ein sehr lebendiger und ganz, ganz bunter Hashtag, der sich wirklich so durchzieht und der von verschiedenen Gruppen verwendet wird und die sich da sozusagen auch wiederfinden. Und jetzt habe ich sozusagen drei prominente Vertreter von Hashtag Dative Learned mitgebracht. Einerseits unsere stellvertretende Vorstandsvorsitzende, die Julia Bangert. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für den Erfolg, dass man wirklich im Management oder im Top-Management jemanden hat, der so eine Initiative unterstützt und gleichzeitig auch selber so zum Gesicht wird und das sozusagen vorantreibt. Und da ist die Julia auf jeden Fall jemand, der immer wieder sozusagen auch über Dinge, die passieren, berichten und die sich auch dafür interessiert. Zum Beispiel letzten Freitag hatten wir den Promptathon, da war sie vor Ort mit dabei, hat sich das angeguckt, hat auch dann sozusagen darüber berichtet. Natürlich ein super Booster für die Initiative. Und dann haben wir auf der linken und rechten Seite so quasi zwei Vertreter im mittleren Management. Einmal sozusagen die Seite Learning Department Wanken und auf der linken Seite der Christian Kaiser von Diversity und Transformation. Und das ist auch ganz spannend, dass es sozusagen keine reine Learning-Initiative ist. Jetzt muss ich mal gucken. Hört ihr mich noch? Irgendwie hat sich mein VPN gerade connected. Okay, alles gut. Ja, nicht gut. Also, alles gut. Ja, sehr gut. Genau. Und Christian hat auch gesagt, er würde sozusagen nochmal aus seiner Perspektive ein paar Worte, wie er auf Dative Learned schaut und was das sozusagen für ihn ausmacht. Und da gucken wir, glaube ich, gleich mal auf dieses Wimmelbild. Das, glaube ich, auch ganz gut beschreibt, was Dative Learned so ausmacht. Vielen Dank, lieber Simon. Ich hätte das jetzt gern mit Simone Wanken gemacht. Wir haben letzte Woche Freitag noch gegenseitig das Passspiel geübt. Jetzt kann sie heute leider kurzfristig nicht dabei sein in Gedanken, weil sie ist die Erfinderin des Hashtags Dative Learned. Und sie ist auch die Erfinderin von Dative Co-Creation Camp. Und ich will jetzt in ein paar Minuten euch so ein Gefühl dafür zu geben, ihr guckt in eine altehrwürdige Organisation, die jetzt seit 1966 lernt.
Und auf dieser Straßenstrecke in dem Big Picture bin ich jetzt seit fast der Hälfte der Zeit mit dabei. Und Lernen war immer ein Thema. Ich hätte bei der Firma nicht angefangen zu arbeiten als Pädagoge, wenn Lernen nicht schon Mitte der 90er attraktiv gewesen wäre. Das ist nicht was ganz, ganz Neues. Aber was wir heute mit euch zeigen wollen, ist, dass so ab 2018 was Besonderes mit der Organisation passierte. Ich glaube, in 2017 habe ich von den Softwareentwicklern mehr pädagogische Methoden gelernt mit einem Barcamp und Hackathons und allen Sachen, wo ich gemerkt habe, dieses pädagogisch-didaktische Arbeiten kommt aus der IT aufgrund ihrer Notwendigkeit zum Lernen mit einer ganz anderen Energie. Und dann hat unsere Organisation 2018, 2019 beschlossen, sich neu zu erfinden. Wir haben eine komplett neue Aufbau- und Ablauforganisation aufgebaut. Stichwort Fit für die Zukunft. Wir haben uns praktisch richtig neu aufgestellt. Da wurde auch das Chief Operating Office erfunden. Und ich darf in der Stabsstelle von Julia Bangert arbeiten. Und stellt euch vor, wie sie dieses Chief Operating Office abkürzt. Sie nennt sie Lernbeschleuniger für die Organisation. Ich finde, es kann keinen schönigeren Begriff für ein Chief Operating Office geben, wie dass sie sich als Lernbeschleuniger sieht. Und der HR-Bereich und HR Learning ist Teil dieses Chief Operating Office. Und seitdem ist Lernen ein elementarer Teil, der eben über das Klassische, wie ich das seit Mitte der 90er kenne, hinausgeht. Und das verbindet man auch mit, wie Simon es beschrieben hat, mit der Außendarstellung, dass wir den Mut haben zu sagen, wir haben auch einen Lernbedarf und geben das zu. Auch vor einer Genossenschaft mit 40.000 Mitgliedern, die ja eigentlich keine lernende Organisation will, sondern eine, die ihnen wunderbare Dienstleistungen und tolle Software liefert. Das Lernen an sich war noch nicht so richtig als Qualitätsmerkmal bekannt. Und so langsam habe ich das Gefühl, gelingt es zu ändern. Und die Idee von dieser Woche ist jetzt, dass wir, Simon, schön, dass du sagst, dass das Wimmelbild Big Picture schon in aller Munde ist. Wir arbeiten jetzt seit Sommer letzten Jahres mit diesem großen Strategiebild. Und ich glaube wirklich, ich nenne es Durchbruch der Strategiekommunikation. Und jetzt versuchen wir, unsere Lernaktivitäten auf diese Strategie anzupassen. Und die Idee dieser Woche ist, dass wir euch ein paar unserer Aktivitäten näher vorstellen wollen mit der Bitte, ob ihr das Gefühl habt, dass das dabei hilft. Und wer uns seit 5 Jahren verfolgt, einmal im Jahr machen wir ein Barcamp mit den Trainer und Beraterinnen intern und extern. Da hält meine Chefin Julia Bangert einen Impuls. Das ist so die Mitte. Das ist das Bild vom November 2023. Und alle Bilder außenrum sind Sessions, die dort frei initiiert stattfanden. Da gibt es zum Beispiel eine Session zum Thema generativer AI, das passte zum Prompting wunderbar. Und es gibt einen Hinweis zu unseren Kollegen von der Schweiz, die Neutrale Schweiz, Organisation, Prozesse und Standards, die auch ganz viel Organisationsentwicklung und auch ganz viel Lernen machen. Und es zeigt auch ein bisschen, dass Diversity ein Schwerpunkt ist, weil wir glauben, dass diese strategische Ausrichtung daher kommt. Ihr seht also ganz viele Bilder und wir versuchen mit diesen Bildern Energie zu geben für diejenigen, die sich neben ihrem täglichen Tun auch ums Lernen kümmern. Und wir haben jetzt in dieser Woche ein paar Schwerpunkte rausgegriffen. Und Marcel, ich gebe zu, es war gar nicht leicht, wir hätten noch viel mehr verschiedene Varianten anbieten können. Das und wie es entstanden ist, dass die jetzt rausgesucht wurden, war ein wunderbarer Prozess, wo ich auch der Corporate Learning Community danke, weil durch die Einladung zu diesem Prozess jetzt haben wir ein paar Schleifen gedreht, die wir vielleicht ohne das nicht gemacht hätten. Ich freue mich auf die Vorstellungen der diversen Initiativen und vor allem auf euren Diskurs und auch ums kritische Nachdenken und kritische Nachfragen, ob das, was wir versuchen, auch aus eurem Blick nachvollziehbar ist. Deswegen ganz unbedingt nochmal unterstrichen, die Fragen, die wir jeden Tag uns überlegt haben, die sind nicht rhetorisch, das ist eine echte Einladung, um mit uns da in den Diskurs zu gehen. Soweit meine Gedanken. Und herzliche Grüße an Simone. Ohne sie gäbe es kein Dativ Learned. Danke dir, Christian, für deine Perspektive darauf. Und Christian hat ja schon so ein bisschen die Überleitung gemacht. Das ist natürlich nicht nur im Außen, was wir bei Dativ machen, sondern auch ganz viel im Innen. Und ich möchte nur eine Sache kurz zeigen, um das so ein bisschen griffiger zu machen. Wie fließen denn jetzt sozusagen diese ganzen Initiativen, die wir auch teilweise jetzt die Woche über kennenlernen, zusammen oder was ist für die so ein Anknüpfungspunkt? Das sind auf jeden Fall so Dialogformate wie das DigiCamp, was auch nochmal, ich glaube, morgen kommt, aber das ist auch diese SharePoint-Seite, die heißt einfach Go Lernen. Bei uns gibt es so ein Kurzlinksystem, dass man sozusagen für bestimmte Themen einfach so Go-Links vergeben kann.
das Thema Go lernen. Und die hast einfach Lernen bei Dativ ist eine SharePoint-Seite. Und was ich da ganz spannend finde, dass hier ganz verschiedene Sachen zusammenfließen. Einerseits so formelle Trainingsangebote, Kurse und Trainings. Hier versteckt sich das Weiterbildungsportal, externe Content-Plattformen zu LinkedIn Learning. Aber gleichzeitig ist es auch ein sehr lebendiger Ort. Zum Beispiel gibt es hier einfach eine offene Liste mit Communities, wo jede Community sagen kann, hey, wir sind die Community. Wer Lust hat, kann uns gerne ansprechen. Ähnlich ist es bei den Dialogformaten. Da gibt es ganz große wie das Digicamp, aber es gibt auch sehr kleine, die für bestimmte Zielgruppen sind. Und man sieht es auch so ein bisschen an den Zahlen. Wir haben seit März 2022 haben wir die Seite gestartet, über 180 Newsbeiträge, und die kommen nicht nur aus den großen Einheiten jetzt Learning und Diversity und Transformation, sondern die kommen sozusagen aus dem ganzen Haus. Und ähnlich ist es bei den Terminen, da ist es fast noch krasser, da mit 1300 Termine, einfach weil da jede Community auch einen Ort hat, um sozusagen Beiträge zu teilen und Inhalte zu teilen. Und eigentlich meine Lieblingszahl ist eigentlich immer die hier eindeutige Benutzer. Vorhin hat es jemand im Chat gefragt, wie viele Mitarbeiter. Wir haben so knapp über 8000. Es gibt natürlich noch Leiharbeitnehmer oder Leute, die sozusagen da offiziell nicht in die Statistik reinzählen. Aber man sieht an der Zahl, das ist eigentlich eine Seite, wo keiner dran vorbeikommt. Und das finde ich ist eigentlich ganz cool und ganz schön, dass man wirklich sagt, wir erreichen damit auch das ganze Unternehmen. Sicherlich nicht jeden in dem gleichen Maße, aber es ist auf jeden Fall eine Seite, die, glaube ich, jeder und jeder kennt. Und auch über die Seitenaufrufe fast 800.000 seit Start. Also es ist wirklich eine sehr lebendige Seite. Und jetzt bei uns wurde Yammer oder jetzt Viva Engage erst später eingeführt. Da gibt es jetzt auch noch eine Community dazu und so. Also es ist da auf jeden Fall einiges los, und es hilft uns, dass wir sozusagen nicht mehr sagen, das ist die Seite vom Learning Department, das ist die Seite von dem, sondern dass wir sagen, es ist eine gemeinsame Seite, und die wird von allen mitgespielt. Genau, jetzt haben wir ganz viel darüber erzählt, wie kann man Dativ Lernen von außen erleben, wie ist es innen, was ist so der Rahmen, und jetzt wollen wir eigentlich direkt auf die Woche schauen und sozusagen euch mal vorstellen, was haben wir jetzt für die Woche alles mitgebracht. Heute haben wir das Thema Dativ Lernen Meets Unternehmensstrategie, wo jetzt quasi im Nachgang wir auch da nochmal intensiver reinschauen. Und morgen geht es dann los mit dem Thema Lernamigos und Lernbegleitung. Und ich glaube, der Matze ist da und stellt euch kurz vor, was erwartet euch da oder was steckt eigentlich auch hinter diesem Begriff? Genau, vielen lieben Dank, Simon. Und ich darf morgen mit euch ein bisschen über die Lernamigos bzw. die Lernamigas diskutieren. Ich packe auch gerne mal den Link in den Chat, damit ihr da entsprechend draufkommt. Da findet ihr einerseits ein kurzes Video, was so ein bisschen in die Qualifizierung einmal einführt, und auch noch eine kurze Beschreibung. Bei den Lernamigos, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, handelt es sich um eine Lerninfluencer-Qualifizierung. Wir nennen es Lernamigos, andere nennen das Lernfluencer. Es geht darum, das Lernen zu dezentralisieren und quasi weg von einem klassischen Schulungszentrum oder einem Schulungsraum zu bringen, sondern eben die Lernmultiplikatorinnen und Multiplikatoren in den jeweiligen Abteilungen zu qualifizieren. Dazu bieten wir eine agil strukturierte Qualifizierung mit 4 Lernsprints an. Das ist auch alles in dem Beitrag nochmal beschrieben. Und das ist ein Teil des morgigen Tages. Und ich freue mich, wenn wir da ein bisschen auch in die Diskussion gehen können. Danke euch. Sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der mobilen Ausbildung. Und vielleicht noch so ein Wort zur Orientierung. Wir haben sozusagen eine Mischung aus Beiträgen und teilweise dann nochmal Live-Sessions. Also ihr könnt sozusagen so ein bisschen aussuchen, will ich das sozusagen mir nur anschauen, die Inhalte, oder habe ich auch Lust sozusagen in die Diskussion mit einzusteigen. Und zum Beispiel die Ausbildung hat sozusagen neben ihrem Beitrag auch morgen um 13 Uhr eine Session. Wunderbar, Simon, dann greife ich den Ball doch gleich mal digital auf. Ihr seht das bunte Bildchen da schon neben den Lernamigos und Lernamigas, wo der kleine Pixel rausschaut. Ihr seht so einen Keks, einen roten Stern, einen grünen Stern. Und wenn ihr wissen wollt, was der Pixel
eine Level-Challenge, eine Flexi-Challenge oder auch ein Power-Up mit der mobilen Ausbildung bei Dativ zu tun hat, dann kommt morgen Dienstag 13 bis 14 Uhr in die Session von Fabian und von mir. Wir freuen uns schon sehr, euch da ein bisschen was vorstellen zu können. Und es geht vor allem darum, wir haben die mobile Ausbildung bei Dativ, also die Verzahnung von Vor-Ort-Ausbildung und aber auch online und remote, miteinander verzahnt durch ein mobiles Konzept. Das haben wir angereichert durch Gamification und haben da Ende letzten Jahres auch noch einen Award, den HR Excellence Award, abgeräumt. Und das wollen wir euch vorstellen. Und letztlich machen wir das nicht zum Selbstzweck. Also das vielleicht noch vorweggenommen. Wieso tun wir das? Diejenigen von euch, die mit Ausbildung zu tun haben, wissen, dass unsere Schüler und die jungen Menschen aus eher wieder einer analog geprägten Schulwelt kommen. Und wir wollen sie eben für die Zukunft ready machen. Also wir wollen ihnen mobile Kompetenzen vermitteln. Wir wollen, dass sie sich selbst reflektieren, schauen, wo stehen sie, was brauchen sie, um ein Stück weiterzukommen. Wir wollen sie auf die hybride Arbeitsrealität bei Dativ natürlich vorbereiten. Wir wollen sie in die Teams integrieren und wir wollen auch, dass sie den Dativ-Spirit erleben. Und das Ganze soll mit Spaß passieren. Und das haben wir im mobilen Konzept miteinander vereint. Kommt morgen zu uns. Wir freuen uns auf euch. Sehr cool. Und dann geht es weiter mit dem Christian und dem DigiCamp. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht kannst du auch ein paar Worte dazu sagen, was da eigentlich dahinter steckt. Genau, seit 2019 machen wir ein kuratiertes Barcamp. Das heißt, wir laden die Organisation ein, Sessions einzureichen, wo wir glauben oder wo die Sessiongebenden glauben, dass es relevant ist, um die Zukunftsorientierung der Organisation im ganzheitlichsten Sinne zu verstehen. Und wir laden dazu ein, erstens am liebsten vom 19. bis 21.03. mit uns auf dem DigiCamp zusammen so ein Format zu erleben. Wer gar nicht versteht, was es ist, wenn man mit einem ehrenamtlichen Team von Freiwilligen so ein Format vorbereitet, kann in der Audiografie ein bisschen hören, wie wir das tun. Und wir haben morgen keine Session dabei, freuen uns aber natürlich auf die Diskussionen, ob so ein Format dabei helfen kann, dass wir dieses Big Picture besser erreichen. Und ich freue mich über alle Impulse, wir uns über alle Impulse zu diesem Thema. Kann ein kuratiertes Multiformat-Event die nie endende Transformation einer Organisation unterstützen? Ja, sehr gut, danke dir. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Mittwoch. Ihr seht, der Dienstag ist vollgepackt, am Mittwoch erwartet euch aber auch einiges. Da haben wir mitgebracht WDW, wenn Dativ wüsste, was Dativ weiß, quasi eine Plattform für alle Expertinnen, aber auch alle Leute, die ihr Wissen in der Organisation teilen wollen. Und um einfach diese Hürde möglichst klein zu halten, haben wir gesagt, wir brauchen eine Plattform, wo man mit einem Klick einfach eine Session erstellen kann, die dann an möglichst viele Leute sozusagen im Unternehmen getragen wird und so quasi Interessierte und Expertinnen zusammenzubringen. Und wenn euch interessiert, wie das sozusagen ausschaut, guckt euch da gerne den Beitrag an. Und wir haben gesagt, wir wollen das Ganze gleich kombinieren, weil sozusagen die Session vom Christian zum Lernpfad Digitales Ökosystem, die findet einerseits sozusagen jetzt hier im Rahmen des Corporate Learning MOOCs statt und andererseits auch sozusagen intern auf dieser Plattform. Und das sozusagen als kleines Experiment, wie kann man so interne Plattformen und externe Veranstaltungen zusammenzubringen und wer kommt da dann vielleicht auch zusammen und was entsteht daraus? Aber gerne, Christian, du nochmal zum digitalen Ökosystem. Ihr merkt schon, wir haben den Trick gemacht, die vielen Tage möglichst voll zu machen. Eine WDW-Session, die wir jetzt seit einigen Wochen auch intern ankündigen, ist die zum Learning Circle Experience. Auf dem DigiCamp starten wir immer auch Peer-Learning-Initiativen. Und wir haben im letzten Jahr eine begonnen. Wenn ihr auf diesem Wimmelbild steht, steht da, dass wir ein Ökosystem werden wollen. Digitales Ökosystem. Und in vielen Fällen sind wir es schon, aber wir wollen es doch durchgängiger werden. Und da fehlt uns ein bisschen Kompetenz, weil das die letzten 60 Jahre nicht gleich verteilt in Organisationen war. Und es hat sich ein bisschen was getan. Deswegen haben wir einen Lernpfad dazu entwickelt. Und unsere Idee am Mittwoch ist, diskutiert mit uns, kann WDW dabei helfen. Und im Zweifel geht Peer Learning. Im Dritten ist digitales Ökosystem über so einen Weg zu vermitteln. Herzliche Einladung, da am Mittwoch mit uns in den Diskurs zu gehen. Auch mit den Autorinnen vom LernOS Lernpfad, der jetzt den Pilotcharakter hoffentlich im März bis März abgeschlossen hat. Marcel. Ich hake gleich mal ein, weil da gab es eine schöne Frage von der Ina im Chat.
Sie hat gefragt, wie viele Personen sind denn bei euch im Unternehmen für das Thema Learning verantwortlich? Also neben der Tatsache, dass Learning das ganze Unternehmen betrifft. Könnt ihr das nennen oder sagen? Traut sich irgendjemand dazu, die Vollzeitäquivalentenzahl jetzt in den Raum zu werfen? Ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich spannend. Das kann man vielleicht auch noch mal am Freitag ein bisschen diskutieren. Dadurch, dass das halt so eine Mischung ist und wir kommen da vielleicht noch mal bei dem Bild drauf. So, ich würde sagen, Christian und ich und quasi die jeweiligen Abteilungen, die wir heute vertreten, da könnte man sagen, die sind dafür angestellt. Aber es gibt halt ganz viele Leute, die einen Teil ihrer Rolle oder das irgendwie quasi in ihrer als Corporate Hobby machen. So, deswegen ist es, glaube ich, ganz schwierig, das zu fassen. Und das macht es wahrscheinlich auch aus, dass es sozusagen nicht nur irgendwelche offiziell bestellten Personen sind, sondern dass es tatsächlich sehr, sehr lebendig ist und das dann so von 100%, das ist meine Rolle, zu vielleicht wie bei dem Thema Lernamigas, jemand hat es sozusagen als Teil seiner Rolle, irgendwie Leute beim Lernen zu unterstützen, hin zu Team DigiCamp, wo einfach Leute Lust haben, das mitzugestalten. Aber da können wir sicher auch immer wieder sozusagen oder auch gerne in den Fragen oder Kommentaren zu den einzelnen Themen da noch mal ein bisschen Aufschluss geben, wie und was da konkret dahinter steckt. Aber ohne den Rahmen sprengen zu wollen, das ist genau das, wie ich es auch von außen wahrnehme, dass es bei euch eben nicht nur dieses Kernteam gibt, sondern ganz viele, die bei denen das Thema Lernen schon durchdrungen ist. Also dieses Mindset zu haben, dass man Lernen im Alltag lebt, was es auch dann stärker in diese Richtung lernende Organisation auch vorantreibt. So nimmt man das wahr. Ich natürlich nur von außen, aber ich kriege es natürlich so ein bisschen über DigiCamp oder auch über die Gelegenheit mit, wo wir auch von extern mal mit reinschauen können. Und deswegen kann man es vielleicht auch nicht so klar beziffern. Das ist ein guter Hinweis an der Stelle. Ne? Und Marcel, ich würde sogar noch weitergehen. Ina, vielleicht ist die Frage nach dem Kern des Problems. Weil wenn man so tut, als ob man die Verantwortung für Lernen an irgendwelche Stellen delegiert, machen automatisch gleichfalls die anderen ihre Verantwortung aus. Für mich werden alle Mitarbeitenden in der Organisation, je mehr Vorgesetzten Verantwortung haben, umso mehr Verantwortung haben sie für Lernen. Und ob sie sich Vollzeit, hauptberuflich nur mit Lernen beschäftigen oder ob sie in ihrer normalen Tätigkeit Lernen als inhärenten Teil verstehen, darüber lässt sich diskutieren. Ich würde ehrlich diese Frage nicht beantworten wollen, wie viel sich in unserer Organisation mit Lernen beschäftigen, weil ich die Frage nicht gut finde. Ähnlich wie ich habe mit Kommunikation verantwortet. Wer kommuniziert denn in unserer Organisation? Da würden auch erstaunliche VZE rauskommen. Es zeigt sich auch so ein bisschen im Chat. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was die Leute bewegt. Auch so das Thema Arbeitszeit. Wie spielt das alles zusammen? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir noch in der Session um 14 Uhr unterbringen, wenn ihr da noch dazukommt. Und sonst gerne wirklich die Einladung, wenn da Themen dabei sind, die euch umtreiben oder wo ihr sagt, hey, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, nutzt wirklich die Kommentare, weil dann haben wir einfach die Möglichkeit, so diese Diskussion nochmal weiterzuführen, was wir jetzt, glaube ich, in der Session heute nicht schaffen. Ich würde nämlich zum nächsten Punkt springen, zum Donnerstag, Thema KI at Dativ und an die IFA übergeben. Genau, danke dir. Wir haben am Donnerstag um 9 eine Session. Der Matze und ich, so Matthias Seiler, der auch das Thema Lernamigos mit dabei hat. Donnerstag um 9, ich schicke euch auch mal den Link rein. Zum einen so ein bisschen Gesamt-Big Picture, künstliche Intelligenz at Dativ. Ich glaube, das ging nicht nur uns so, dass das Thema einmal von 0 auf 100 auch uns im Unternehmen beschäftigt hat, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wir als Unternehmen Richtung unsere Mitglieder, wir als Unternehmen Richtung unsere Mitarbeitenden und auch da verschiedene Level natürlich an Skilltiefe sozusagen, die ich da brauche. Also das kam echt von 0 auf 100 auch bei uns an. Und wir wollen euch am Donnerstag ein Thema so ein bisschen im Detail vorstellen. Das ist der Prompt-Hackathon, das ist vorhin auch schon mal gefallen. Mischung aus Prompt-Engineering und Hackathon. Also wir haben letzten Freitag, also wirklich brandaktuell, das Experiment gestartet, inspiriert von der Telekom, dass wir mit 100 Teilnehmenden im IT-Campus in der Dativ vor Ort, unabhängig ihres Vorwissens, also da waren sowohl SoftwareentwicklerInnen dabei, als auch Menschen, die noch wenig bis keine Berührungspunkte mit generativer KI hatten, dabei hatten ein bisschen theoretischen Input und dann den ganzen Nachmittag über Prompting an konkreten Challenges. Also wir haben
16 verschiedene Mini-KI-Tools erstellt, sozusagen in 2 Stunden. Da haben Leute Code erstellt, die gar nicht coden können, also die keine Softwareentwickler sind, und haben sich so mit HTML-Code ihre eigene To-Do-Liste gecodet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Oder wir haben einen Onboarding-Berater oder einen Workshop-Planner generiert, also viele spannende Ergebnisse. Und da würden Matze und ich euch gerne am Donnerstag so einen kleinen Einblick geben, wie steuern wir so das Thema KI-Lernen bei Dativ und was haben wir für Erfahrungen im Prompt-Hackathon gemacht. Ja, danke dir, Eva. Und ihr seht schon, die Woche ist mega voll. Wir haben uns, glaube ich, schon viel vorgenommen, aber es war, wie das auch eingangs gesagt wurde, auch ein guter Anlass, um mal so ein paar Sachen aufzuschreiben beziehungsweise so zusammenzubringen. Und deswegen haben wir gesagt, den Freitag machen wir bewusst frei von Themen und nehmen einfach nochmal die Themen der Woche und schauen einfach, was dann sozusagen in der Abschlusssession an Diskussion kommt. Also gerne Sachen, die dann auch im Laufe der Woche noch offen geblieben sind oder wo ihr Lust habt, einfach nochmal tiefer in die Diskussion reinzugehen oder vielleicht auch eure Erfahrungen zu teilen. Da haben wir dann am Freitag sozusagen kein festes Programm, sondern wollen bewusst sozusagen mit den Themen, die euch noch beschäftigen oder wo ihr noch Lust habt oder wo uns auch noch Fragen in den Sinn gekommen sind, einfach nochmal da die Zeit und den Raum für Diskussion zu nutzen, um die Woche gut abzuschließen. Genau. Ich würde nochmal, das wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist vielleicht nochmal so als kleiner Reminder, wie gesagt, unten stehen immer noch mal so ein paar Fragen, da gerne in die Kommentare reinschreiben, bezogen auf die Fragen oder jetzt so wie im Chat kamen ja auch noch mal andere Themen auf oder Themen, die sozusagen durch die Beiträge oder durch die Sessions bei euch angeregt sind, da gerne sozusagen noch mal weiterführen. Ich finde es insofern auch ganz cool, weiß nicht, ob jemand beim CL 2025 MOOC, ich glaube, das war 2017 oder 18 dabei war, da hat man halt heute noch so echt ein cooles Archiv, wenn man so unter die Beiträge guckt, da haben echt viele Leute diskutiert, die auch irgendwie heute man noch so kennt oder in der Community aktiv sind, und man findet es halt wieder, weil ich glaube, in 7 Jahren irgendwelche LinkedIn- oder Twitter-Beiträge zu finden, ist wahrscheinlich nahezu unmöglich. Das könnt ihr natürlich trotzdem machen und macht, glaube ich, auch das lebendig sozusagen, das auch in sozialen Netzwerken Dinge zu teilen. Aber ich glaube, es ist auch cool, sozusagen da einen Ort zu haben, wo man die Diskussion führen kann und wo man dann sozusagen gemeinsam einen Strang hat. Und vielleicht auch ganz kurz noch die Idee, dass man tatsächlich den Beitrag oder die Diskussion auch auf LinkedIn oder Mastodon führen kann und sie dann aber dann darunter verlinkt einfach in das Discuss-Forum hinein. Das wäre super, weil dann haben wir es zentral zu dem jeweiligen Thema oder auf der jeweiligen Seite. Und die Diskussion kann trotzdem nebenan laufen, aber wir wissen halt, wo wir dann hinspringen können. Ne? Also sonst wäre es schade, wenn man sich so in so kleinen Bubbles nur bewegt. So kann man es auch übergreifend bündeln. Das wäre so die Idee dahinter, wenn ihr möchtet. Ne? Okay. Sehr cool. Sorry. Ja, danke dir. Danke dir für die Ergänzung. Ich würde jetzt noch so eine kleine Brücke bauen Richtung Big Picture, bevor ich an die Kolleginnen und Kollegen übergebe. Und zwar aus dem LernOS-Leitfaden für lernende Organisationen. Da gibt es dieses Bild von Kotter. Und es passt vielleicht auch ganz gut zu dieser Frage, wie viele Leute machen das sozusagen offiziell oder wie viel Kapazität haben wir für das Thema Lernen? Da gibt es so diesen Begriff Koalition des Lernens. Und weiß nicht, ob wir das uns sozusagen immer bewusst so vorgenommen haben, aber ich glaube sozusagen, das heutige Bild beschreibt es ganz gut. Und zwar, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ob im zentralen Kern, aber irgendwie eine Gruppe von Menschen gibt, die das sozusagen im Unternehmen treiben, zusammenführen und gleichzeitig drumherum es ganz viele Lerninitiativen oder dann auch nochmal Subinitiativen gibt. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Ne? Es gibt so dieses Dach, Dativ lernt oder Lernen bei Dativ, was aber auch relativ lose ist. Es gibt so Sachen wie das Digicamp oder wir haben noch andere Formate, die so ein bisschen mehr in der Mitte stehen und versuchen, Dinge zusammenzubringen. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Initiativen drumherum. Das können so in Anführungszeichen offizielle Institutionen wie die Ausbildung sein. Aber es gibt zum Beispiel bei uns auch die Software Craftsmanship Community, eine Community von Softwareentwicklern oder sowas wie das Champions-Netzwerk im M365-Umfeld oder eben ganz viele Lernmultiplikatoren, die sozusagen davon profitieren, die vielleicht da auch Anknüpfungspunkte haben, aber trotzdem auch wieder ihr eigenes Netzwerk bilden. Und deswegen finde ich das eigentlich ein ganz gutes Bild, weil es sozusagen diese
weiß ich nicht, unterschiedlichen Ebenen oder unterschiedlichen Ausgangspunkte ganz gut beschreibt. Und ein zweites Bild, und das ist dann, glaube ich, eine gute Überleitung sozusagen zu der Frage, warum braucht man eigentlich so eine klare Vision oder Strategie oder warum kann das vielleicht auch ein Booster sein? Wir haben einerseits die Koalition des Lernens und andererseits sozusagen Army of Volunteers, ganz viele Leute, die das aktiv mitgestalten. Zwischendrin sozusagen Formate, die das immer wieder zusammenbringen, vielleicht auch Dinge nachhalten und wo sozusagen die Ausrichtung Richtung lernende Organisation ist. Aber was man dafür, glaube ich, braucht, dass das Ganze auch zusammenhält beziehungsweise eine sinnvolle Orientierung hat, die ja dann wiederum irgendwie auch auf Unternehmensziele einzahlt, ist eine klare Vision, eine klare Zielausrichtung. Und ich glaube, so gefühlt hatten wir es schon immer, aber noch nicht so richtig greifbar. Und da ist, glaube ich, so dieses Big Picture wirklich als eine klare Visualisierung extrem hilfreich. Und damit würde ich sozusagen auch den Ball weiterschmeißen. Wahrscheinlich an die Helen, nehme ich an. Genau. Vielen Dank, Simon. Ich habe gerade überlegt, ob ich versuche, jetzt direkt selbst zu teilen. Probiere das gleich mal aus. Wir haben natürlich, also wer Dativ kennt, der wird schmunzeln, weil wir natürlich ein paar Folien mitgebracht haben. Das ist aber nicht tatsächlich das, wie wir Strategie aktivieren wollen. Auch da haben wir unsere Lernkurve gehabt. Dennoch haben wir ein paar visuelle Mittel mitgebracht, um das euch näher zu bringen. Ich bin Hel Behn, ich arbeite, wie gesagt, bei der Dativ in der Unternehmensstrategie und ich sitze hier mit meinem Kollegen Stefan Pohl aus der Unternehmenskommunikation und das ist eigentlich schon eine ganz schöne Symbiose, weil wir beide gemeinsam auch Teil des Projekts Strategieaktivierung sind und da eben auch ja abteilungsübergreifend zusammenarbeiten wollen. Ja, wir freuen uns, dass wir hier einen kleinen Rahmen geben dürfen für die gesamte Woche und tatsächlich ist es so, ihr habt es vorhin gehört, der Simon ist ja auch an mehreren Stellen schon auf das Thema Big Picture eingegangen und ich würde ganz kurz zum Einstieg euch zeigen wollen, was ganz lange Strategiekommunikation bei uns war, denn letztendlich, ne, wir als Softwareunternehmen, wir haben natürlich auch eine Vision, die wir verfolgen wollen. Wir haben eine Strategie und ganz lange, was ihr hier seht, ist unser Strategiekreis. Da stehen die wichtigsten Inhalte und Elemente drin unserer Strategie, so als Orientierungspunkt. Und ganz lange haben wir versucht, auf dieser sachlichen, ja, sehr, sehr akademischen Ebene Strategie zu vermitteln. Und ich würde mal behaupten, wir waren da mehr oder weniger erfolgreich. Und das war für uns auch einer der Anlässe, ja, die Strategieaktivierungskampagne zu starten, wodurch auch letztendlich unser Big Picture entstanden ist. Weil wenn ihr jetzt hier versucht, ne, über diese verschiedenen Stichworte, zum Beispiel das Thema KI oder Promptathon einzuordnen, dann werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen, da einen Anknüpfungspunkt zu finden. Und das ist letztendlich das, was wir auch unter Strategieaktivierung verstehen, nämlich nicht nur, dass die Unternehmensstrategie bekannt ist, sondern dass letztendlich jeder weiß, welchen Beitrag er leisten kann zur Strategie. Und das heißt, auch das Thema Lernen ist für uns als Organisation extrem wichtig. Darauf werden wir jetzt gleich eingehen. Aber um nochmal das Wort vom Simon aufzugreifen, letztendlich sollte all das, was wir tun bei Dativ, auf unsere Vision einzahlen. Wir wollen führend in der Vernetzung des steuerberatenden Berufsstands, Mittelstands und Dritten sein. Das ist das, worauf wir hinarbeiten mit allem, was wir tun. Aber letztendlich, wie können wir das greifbar machen? Wie können wir das vermitteln an unsere Belegschaft, an die Kolleginnen und Kollegen? Und jetzt das krasse Kontrastprogramm. Wir haben hier nämlich wunderschön in unserem Big Picture viele Anknüpfungspunkte für die tägliche Arbeit und Anknüpfungspunkte für mögliche Initiativen, die auch von Mitarbeitenden gestaltet werden können. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Big Picture. Wir haben einen sogenannten Fluss der Zeit und auf dem kommen ganz viele Trends und Entwicklungen an unserer Organisation vorbei. Und es liegt natürlich an uns als Organisation, diese aufzugreifen, zu prüfen, wo sind die relevant für uns, wo können wir Chancen ergreifen, wo sind vielleicht auch Risiken, auf die wir eingehen müssen, auch Stichwort Digitalisierung. Klar, als
Softwarehaus ist es natürlich relevant, so eine Technologie wie KI auch aufzugreifen. Und wir sehen da extrem viele Chancen für uns, für unsere Kunden. Und damit wir diese Chance überhaupt ergreifen können, müssen wir ja auch letztendlich unsere Kolleginnen und Kollegen enablen, sich mit dieser Technologie auch auseinanderzusetzen und eben auch ja einsetzen zu können. Und das ist jetzt eben eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, auch zu zeigen, wie das Big Picture letztendlich auch Wirkung entfalten kann. Und jetzt frage ich mich, ob ihr die Präsentation noch sehen könnt, weil ich gemerkt habe, dass ich leider die Navigation nicht mehr habe. Perfekt, sehr schön, danke fürs Weiterschalten. Wunderbar. Sehr gut, genau. Und hier, wenn ihr, ne, seht ihr das gesamte Big Picture und unter der Brücke, da findet ihr dann auch den KI-Surfer als ein, sage ich mal, eine kleine Metapher für einen der Trends, einen technologischen Trend, den wir hier aufgreifen. Wie sind wir zu diesem Bild gekommen? Stefan, da übergebe ich an dich und du kannst gerne noch ein paar Worte zum Thema Strategieaktivierung sagen. Genau. Dankeschön, Helen. Nochmal herzliches Hallo in die Runde und den Gruß an Marcel muss ich zurückgeben, vielleicht für alle, die es nicht wissen. Wir haben gemeinsam an der TU Ilmenau im schönen Thüringen studiert, Medienwissenschaft, und kennen uns daher ein ganz klein wenig und freut mich natürlich jetzt, dass wir uns in ganz anderen Kontexten plötzlich wiedersehen. Super. Ich möchte euch einfach ein Stück weit mitnehmen auf die Reise zum Thema Strategiekommunikation, Strategieaktivierung. Aus meiner Sicht passt das Thema Lernen und Strategie wirklich super zusammen, auf ganz verschiedenen Ebenen, weil wir, ne, oder wir sagen auch immer, eine gut kommunizierte Strategie ist halt am Ende, oder eine gut erarbeitete Strategie, die ist halt gut erarbeitet. Ihr habt diesen Kreis gesehen und der ist bestimmt super elaboriert und sowas, ne? Aber ich muss ihn eben kommunizieren, ich muss ihn zu den Menschen bringen und ins Verständnis bringen, aber selbst eine Kommunikation reicht noch nicht, sondern ich muss natürlich auch irgendwie gucken, schauen, wie können wir wirklich diese Wertbeiträge erreichen, wie können wir tatsächlich diese Strategie auch wirklich zur Umsetzung bringen. Und da gehört eben das Thema Lernen dazu und da gehört das Thema Diskurs dazu, oder gehört das Thema Austausch miteinander und über die Strategie dazu. Und ich bin aus der Unternehmenskommunikation, das heißt, Thema Strategie ist ja nicht ganz neu. Ihr kennt das wahrscheinlich von euren Unternehmen und von euren Arbeitgebern auch. Jedes Unternehmen hat beansprucht, ja für sich eine Strategie zu haben. Und auch so, wir als DATEV haben natürlich schon seit Jahren, Jahrzehnten eine Strategie. Aber das sah halt immer so aus. Ne? Wir haben große Managementveranstaltungen, da hat jemand einen Vortrag gehalten. Dann habe ich oder jemand anderes, ein Redakteur, darüber einen Artikel im Intranet geschrieben. Und im besten Fall hat man die Präsentation angehangen. Und dann hat man gesagt, so viel Spaß bei der Umsetzung und los geht's. Und wir haben eben festgestellt, dass das nicht funktioniert, sondern dass es eben soziale Dynamiken gibt, die dann eben die Auseinandersetzung mit der Strategie verhindern. Und haben gesagt, wir brauchen da einfach mehr. Das mehr heißt eben zum einen, sich zu überlegen, wie können wir die Strategie visualisieren, wie können wir den Diskurs anregen und wie können wir letztlich dafür sorgen, dass jeder einzelne Mitarbeitende sich damit beschäftigt, was ist mein Beitrag tatsächlich im Kontext Zielerreichung. Und wir sind da partizipativ vorgegangen, auch das war uns super wichtig. Das heißt, wir haben erstmal begonnen, natürlich Gespräche zu führen, zunächst durchaus mit dem Top-Management, um rauszukriegen, was sind denn eigentlich Hebel, was hat uns in der Vergangenheit geholfen, was hat uns in der Vergangenheit behindert, wo soll die Reise hingehen, wo sind ihr strategische Handlungsfelder, haben dann aber auch StrategieambassadorInnen gesucht. Ich freue mich, ein paar sind auch hier heute im Termin mit dabei. Also Menschen, die sich freiwillig melden konnten, beim Thema Strategie mitzuwirken, sich einzubringen mit ihren Erfahrungen und Perspektiven, uns auch zu spiegeln aus der Organisation heraus, was sie mit den verschiedenen strategischen Handlungsfeldern verknüpfen. Und auch da haben wir schon gemerkt, wie unheimlich interessant und spannend der Dialog untereinander ist, weil ich kann auf eine dieselbe Szene aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gucken und es gibt da kein richtig und kein falsch. Es gibt gewisse Erfahrungsfelder, die ich habe, es gibt gewisse Verhaltensmuster, die in mir innenliegen, es gibt gewisse natürlich Ziele, die ich als Mitarbeitender oder auch als Team habe und jeder hat da so seinen Blick auf das Big Picture und auf die einzelnen Szenen, aber durch den Austausch und Dialog hat sich wirklich nochmal eine ganz neue Dynamik ergeben, wie wir über das Thema Strategie denken. Und es ist im Prinzip auch, haben wir das erreicht, was wir immer wollten. Also wenn man jetzt hier über die Gänge bei DATEV läuft, wenn man in den Meetingräumen sitzt, überall hängt dieses Bild und fast noch genau hinter uns auch. Und fast noch schöner, in fast jeder Präsentation, sei es eine Produktpräsentation, sei es irgendeine Projektpräsentation, beginnen die Menschen tatsächlich sich zu überlegen, wo kann ich mich denn auf dem Bild verorten. Und
Helen wird gleich nochmal drauf eingehen, wo so die verschiedenen Lerninitiativen verortet werden können, sodass also tatsächlich das, was wir irgendwann mal wollten, nämlich eine Orientierung geben, wo will das Unternehmen als solches hin, was sind die zentralen Handlungsfelder, tatsächlich in den Diskurs gebracht haben. Nach der Visualisierung, wie sind wir noch vorgegangen, wir hatten eine Four-Week-Challenge, das heißt, jedes Team hatte die Aufgaben, sich mit diesem Bild zu beschäftigen und dann gemeinsam zu diskutieren, was für uns als Unternehmen, als Dativ die größte Chance und die größte Herausforderung ist. Das haben wir dann auch abgefragt. Können wir sicherlich vielleicht nachher um 14 Uhr nochmal stärker drauf eingehen, wenn euch das interessiert. Aber wir konnten darüber auch die Teilnahmequote qualifizieren. Und es haben tatsächlich über 70% aller Teams haben dann ihr Votum abgegeben. Und wenn man noch so ein bisschen sagt, ein paar haben sich nicht zurückgemeldet oder sowas, ist es tatsächlich so, dass wir super zufrieden sind und das nah an der Vollerhebung ist. Das heißt also, wenn man sich die 70% runter, dann sind das irgendwie 6.000 Mitarbeiter, die sich wirklich in 4 Wochen mit dem Thema Strategie beschäftigt haben, die darüber diskutiert haben, die Strategie in eigenen Worten wiedergegeben haben und so tatsächlich jetzt, glaube ich, schon stärker wissen, wo will das Unternehmen hin, wofür steht es eigentlich, was sind wirklich wichtige Handlungsfelder, nicht nur für uns, sondern auch für unsere KundInnen. Und das finde ich wirklich ganz toll. Das hört nicht auf, das ist nicht ein Projekt, wo wir irgendwie einen Haken dran gemacht haben, sagen, so, jetzt ist mal hier aber mal Feierabend mit Strategie, die ist jetzt erklärt und nun ist gut, sondern es wird weitergehen. Wir werden dieses Jahr noch stärker auch daran arbeiten, diesen Wertbeitrag jedes Einzelnen uns damit zu beschäftigen. Wir werden auch ein bisschen die Perspektive wechseln. Also wenn ihr hier so diese Draufschau seht, dann werden wir dann mal einigen von den Themenfeldern, bei den Handlungsfeldern mal tiefer reinschauen, aus der Vogelperspektive wirklich in das Bild reinzoomen, um da nochmal inhaltlich stärker zu erklären, was für uns die verschiedenen Handlungsfelder bedeuten. Und dann werden wir, denke ich, für 2025 uns wieder überlegen, wo stehen wir denn, weil auch da gehen wir immer in den Dialog, in den Austausch mit den Mitarbeitern. Was braucht ihr eigentlich? Was brauchen wir als Unternehmen, wo die Reise hingehen soll? Wie gesagt, die Reise beginnt, hat keinen Anfang, kein Ende, sondern ihr kennt auch diese auf dem Boden liegende 8. Das ist ein ständiger Diskurs, den wir gerne gehen. Und das ist eben das Schöne, dass wir das auch gemeinsam machen aus Kommunikation, aus Strategie, aus AmbassadorInnen, gemeinschaftliches Projekt, das Thema Strategie weiter zu verankern. Ja. Helen, wenn du mal noch dran denkst, was war, weil das auch drin stand, größte Herausforderung und größtes Learning, fällt es dir auf Anhieb? Ja, also ich glaube, die ein ganz großes Learning war für uns so die Wahl des Zeitpunktes, weil wir haben ja, wie gesagt, so eine Team-Challenge gestartet und unglücklicherweise ist die erste Woche direkt auf die Ferienzeit gefallen. Das heißt, für uns ein großes Learning, wenn die Leute im Urlaub sind, dann ist es ein bisschen schwer, so eine Team-Aktion zu starten. Von daher manchmal so banale Dinge wie wirklich einfach nur das Timing irgendwie zu planen, aber gleichzeitig natürlich auch für mich ein ganz, ganz großes Learning, auch wirklich durch die Ambassadorinnen, das sind ja Mitarbeitende aus allen Abteilungen. Und da haben wir schon festgestellt, dass wir teilweise auf der strategischen Ebene also eine andere Sprache sprechen. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, eben auch über diese Ambassadorengruppe eben herauszufinden, welche Wörter müssen wir erklären, welche Wörter sind vielleicht auch missverständlich, ne? Also das, finde ich, war für uns auch eine große Hürde, aus diesem, ich sag mal, akademischen Strategiesprech rauszukommen und das ja näher zu bringen, ja. Ich glaube, ein Punkt auch noch tatsächlich, was wir gar nicht so, also wir waren super positiv überrascht von der Energie beim Thema Strategie, ne? Weil tatsächlich, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, da war Strategie schon, boah, muss das jetzt? Und dann aber auch die tatsächlich von unserer Seite die notwendigen Ressourcen, Ideen und das all das, was eben entsprechend aus dem Haus kam, auch wieder aufzunehmen und diese positive Energie zu nutzen und nicht versanden zu lassen. Ihr seht unten rechts, gibt diesen Treibstand des Beharrens. Also in der Tat, ist im Big Picture gibt es eine größere Auflösung, können wir sicherlich zur Verfügung stellen, dass wir also diese Energie jetzt nicht in diesen Treibstand plötzlich reinlaufen lassen, sondern wirklich irgendwie versuchen, dass die Menschen, die Lust haben, sich noch mehr, noch stärker da in das Big Picture reinzuarbeiten und letztlich genau dieses, ne, Wertbeiträge und Co. zu erarbeiten, das wirklich positiv aufzunehmen und dort zu unterstützen. Ja. Das war, glaube ich, auch nochmal spannend für uns zu sehen, wie schnell das ging und wie viel Energie da viele Mitarbeitende
eingegangen sind. Ja, ich meine, was man nicht unterschätzen darf, und das ist sicherlich eine Herausforderung, die nicht nur DATEV hat, sondern jede Organisation, ist so Stichwort organisationale Ambidextrie, also im Sinne von, wie viel Zeit investiere ich in meine täglichen operativen Aufgaben und wie viel Zeit investiere ich in, sei es Lernen, strategische Projekte, innovative Themen, ne? Also dass wir da, sage ich mal, einen ausreichenden Anteil haben, an Zeit, an Kapazitäten, die zur Verfügung stehen, um sich eben auch mit strategischen Projekten, Maßnahmen auseinandersetzen. Und das merkt man schon, dass man, je nachdem, in welchem Bereich man ist, mit wem man spricht, das schon auch als Herausforderung gesehen wird, ne? Von Kolleginnen, von Kollegen, aber auch von Führungskräften, die sagen, naja, also meine Liste mit To-Dos ist so lang, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, und jetzt soll ich mir auch noch Zeit nehmen, um mich mit der Strategie auseinanderzusetzen. Also da würde ich behaupten, das ist eine Herausforderung, vor der jede Organisation steht. Wir wollen aber ganz bewusst das Signal geben, dass es gewünscht ist, dem Zeitraum zu geben, und es auch notwendig ist, dem Zeit zu geben. Deswegen ist es auch eine, sage ich mal, ist auch die Team-Challenge keine freiwillige Aktion gewesen. Das war schon ganz klar die Message, das ist ein Zeitfenster, das man sich mit seinem Team nehmen soll, und wurde auch so vom Management und auch vom Vorstand auch so signalisiert, dass wir uns jetzt mal ganz bewusst dafür Zeit nehmen. Aber natürlich, Stichwort stand ja auch schon im Chat, ne, auch gewisse Verantwortung auch da abzugeben und zu sagen, jeder hat die Verantwortung, sich selbst auch seine Arbeitszeit so einzuteilen, dass dieser Raum vorhanden ist. Ganz, ganz spannend. Mit Blick auf die Uhr wollte ich ganz gerne noch mal kurz veranschaulichen. Wir haben ja auch nachher noch ein bisschen Zeit, potenziell auf eure Fragen, die ihr jetzt im Detail noch dazu habt, einzugehen. Aber ich wollte ganz gerne die Gelegenheit jetzt noch nutzen, in der Runde auch noch mal zu veranschaulichen, weil ihr habt jetzt einige Beispiele gehört von Lerninitiativen, von Formaten, die wir diese Woche auch vorstellen, wo man die auch einordnen kann. Und ihr seht hier auf dem Bild, ja, ganz, ganz viele Details, ne? Wir haben hier unten über den KI-Surfer gesprochen. Wir haben aber hier eben, wie gesagt, vier Handlungsfelder der Strategie und hier unten rechts den Treibsand des Beharrens. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das ganze Thema Lernamigos, ich bin persönlich auch durch die Qualifizierung durch und fand das ein ganz, ganz tolles Programm und freue mich, dass ich jetzt ja mich auch Lernfluencer oder Lernamiga nennen darf, kann man hier wunderbar in dieses strategische Handlungsfeld einordnen. Wir sagen, für uns ein wichtiges Handlungsfeld, unser gesamtes Produktportfolio weiterzuentwickeln, bedeutet insbesondere, wir wollen unsere On-Premises-Lösungen in die Cloud bringen, also Online-Lösungen anbieten zukünftig. Bedeutet aber auch, dass wir unsere Skills weiterentwickeln müssen im Haus. Das heißt, natürlich gerade in der Softwareentwicklung ein Technologie-Shift bedeutet, dass möglicherweise Wissen, Fertigkeiten, die ich bisher in der On-Premise-Welt gebraucht habe, nicht mehr oder anders notwendig sind, oder auch ich herausgefordert bin, mich weiterzuentwickeln, auch neue Instrumente, neue Entwicklersprachen zu lernen. Und das ist hier ein ganz zentrales Handlungsfeld. Beschränkt sich allerdings ganz, ganz wichtig nicht nur auf die Softwareentwickler, die hier vielleicht natürlich in das Handlungsfeld besonders einzahlen, sondern auf das gesamte Haus. Also wir haben schon den Anspruch, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sich weiterentwickelt, dass wir gewisse Lernziele, aber eben auch Entwicklungspfade aufzeigen, die im Sinne der DATEV sind. Das heißt, wir natürlich einfach auch dahingehend in der Lage sind, uns schnell anzupassen, schnell weiterzuentwickeln, schnell zu lernen. Und das heißt, es ist auch eine Frage der Haltung, die wir etablieren wollen. Und auch hier spielen meiner Ansicht nach die Lernamigos oder das Programm eine ganz wichtige Rolle, dass es eben nicht nur zentral Initiativen gibt, sondern auch wirklich in den einzelnen Abteilungen, in den einzelnen Teams Mitarbeitende gibt, die ihren Kolleginnen und Kollegen dabei helfen, auch zu lernen, auch sich zurechtzufinden in dieser Welt der Lernformate, die es bei DATEV gibt. Von daher eine ganz, ganz wichtige Initiative, die auf dieses strategische Handlungsfeld einzahlt. Ein anderes Beispiel, Christian, um das nochmal aufzugreifen, Stichwort DigiCamp. Da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Anknüpfungspunkte. Ich finde, hier hat es den größten Beitrag auf den Treibsand des Beharrens. Um kurz den Kontext zu geben,
auch wir haben gewisse soziale Dynamiken, die uns manchmal hemmen. Also wir stehen uns manchmal auch ein bisschen selbst im Weg. Jeder, der in einer größeren, ja, ob größeren, kleineren Organisation gearbeitet hat, weiß, dass es manchmal so kulturelle Themen gibt wie mein, dein, ne, auch ein Stück weit Kommunikationshürden, Abstimmungshürden, dass es halt einfach mal hakt, dass man aneinander vorbeiredet, dass man überhaupt nicht miteinander spricht oder dass man möglicherweise eben auch sich Dinge vornimmt, aber dann auch nicht mit aller Konsequenz verfolgt. Und da muss ich sagen, ist das DigiCamp für mich ein extrem wertvolles Format, eine extrem wertvolle Plattform, weil es dafür sorgt, dass eben bereichsübergreifend Menschen zusammenkommen, und zwar themenspezifisch. Das heißt, wir interessieren uns für die gleichen Themen, wir haben die gleichen Projekte, Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen und da zusammenkommen und ein Austausch stattfindet, um meiner Ansicht nach ganz, ganz stark gegen diese sozialen Dynamiken, die uns manchmal eben hemmen, vorzugehen und es aufzulösen. Also von daher, um auch da nochmal dieses Format einzuordnen, das soll wirklich dafür sorgen, auch alte Muster mal aufzulösen. Abschließend findet man natürlich auch unsere Vision auch auf dem Big Picture wieder. Ich habe es vorhin schon erwähnt, hier sind dafür auch metaphorisch ja die ganzen verschiedenen Personen auch abgebildet, die wir natürlich miteinander verbinden wollen und vernetzen wollen im Sinne unserer Vision. Und ich hoffe, wir konnten ein Stück weit greifbar machen, welchen Mehrwert wir in diesem Big Picture sehen als Dach für Lerninitiativen, aber auch ja, als Instrument, um Strategie wirklich greifbar und erlebbar zu machen. Super, ganz herzlichen Dank. Also ich fand es toll, dass ihr auch so in das Picture mal reingetaucht seid und auch Beispiele gezeigt habt, wie die sich verwirklichen, auch in den Lerninitiativen, auch in dieser Woche, dass man so ein bisschen Haltepunkte hat, und wollte auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg geben für alle Teilnehmenden. Also ein ganz herzliches Dankeschön erstmal für diese tolle Einführung. Simon, du hackst auch nochmal ein, wenn du noch was sagen willst, ne? Aber oder Christian. Aber mir war es wichtig, dass ich noch einmal den Startlink in den Chat gebe, wo ihr nochmal das gebündelt findet, was wir alles so durch den Chat geschickt und gebraust haben heute, weil das ja schon sehr viele Infos waren. Also ihr habt jetzt die Gelegenheit, mit Helen und Stefan wahrscheinlich auch nochmal ab 14 Uhr tiefer einzusteigen in dieses Big Picture, noch eure Fragen da tiefer gehen zu stellen. Das wäre also direkt der Anschluss, die Live-Session, die auch Karl-Heinz aufzeichnen wird, mit einem kleinen Break sozusagen zwischendurch, damit wir zwei getrennte Aufzeichnungen dann haben hinterher. Und dann könnt ihr wirklich über die Dativ-Lern-Seite, über die zentrale Seite euch zu den verschiedenen Tagen mal durchklicken und auch die Kalendereinträge ziehen, die ihr braucht. Bei mir ist es definitiv KI und WDW, das werde ich auf jeden Fall schaffen. Und das sind so meine Highlights. Aber ich freue mich natürlich auch auf das Ausbildungsthema. Also ich bin sehr gespannt, was wir dann über die Woche von euch allen noch sehen und mit euch in Austausch treten können. Und ja, freut euch alle drauf. Und ich gebe noch mal an Simon ab, der vielleicht noch ein paar Schlussworte hat, so als rahmengebende Instanz. Aber vielen lieben Dank für die tolle Einführung. Nee, ich fand das echt cool auch zu sehen, was alles schon im Chat passiert ist. So, das finde ich, ist schon echt auch cool so an der Corporate Learning Community, dass man einfach merkt, so, das sind einfach ganz viele Leute, die da Anknüpfungspunkte haben und die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen und die da sozusagen gleich reinspringen. Umso mehr freue ich mich, wer jetzt noch Lust und Zeit hat, da noch in die Vertiefung zu gehen. Ich würde auch noch mit dabei sein und dann können wir einfach schauen, ne, wie entwickelt sich das, was gibt es vielleicht, ne, Fokusstrategie, aber was sind vielleicht noch Themen drumherum, glaube ich, können wir schon so ein bisschen in die Diskussion, in den Austausch einsteigen.